Tür war fest verschlossen. Die Tür war... Na, wen haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Bleib schön stehen, hörst du? Hey, stehen bleiben! Bleib schön stehen, hörst du? Hey, komm zurück! Gib auf, du kannst mir nicht entkommen! Schon gar nicht gegen die Strömung. Hey, komm zurück! Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt gefunden. Nicht so schnell! Obwohl sie kurzzeitig von einem schwebenden Energy-Smartie abgelenkt war, erreichte Lilly die rettende Kante. Keinen Augenblick zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Nein! Gestärkt von dem Energy-Smartie konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Die Lampe leuchtete rot. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Die Karte hatte mehr Löcher als Lillys Socken. Die Mäuse hier waren offenbar verzweifelt. Wer hatte Angst vom schwarzen Mann? Richtig, Lilly war es nicht. Hey, das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Für dich immer noch Herr Mantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße, jawohl. Früher habe ich
pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch dann kam diese impertinente Person und wagte es, mich zu bekleckern. Die Flecken sind nie wieder rausgegangen. Meine Kleidung ist schwarz und speckig, meine Socken sind nicht gebügelt und ich habe sogar Flöhe. Karin und Bertram, ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht. Na und? Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Jetzt ist mir alles egal. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrenmantel, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist. Na und? Ich liebe die Spinnenweben, den Staub und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Stopp! Ich will es gar nicht wissen. Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcells Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Da lag eine Scheibe Schweizer Käse. Im Kloster gab es nie Käse, meistens nur Löcher. Die Idee war gut. Lilly hatte im Kloster häufig Staub wischen müssen. Und manchmal hatte sie auch heimlich davon genascht. Ein Stuhlbein diente hier als Riegel. Garantiert steckte eine interessante Geschichte dahinter, die Lilly nie erfahren würde. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Da hatte jemand seine Kreditkarte in der Manteltasche vergessen. Ein gewisser... Hey! Das war Dr. Marcells Kreditkarte. Was sagte man dazu? Lilly hatte das Stuhlbein versehentlich abgebrochen. Nun war es spitz wie ein Messer. Hoffentlich hatte der lustige Hase nichts gesehen. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Gelbe Bananen. Rote Tomaten. Grüner Brokkoli. Blaue Blaubeeren.
Willkommen bei Spermis Pizza Service. Sie sprechen mit Poki. Was kann ich für Sie tun? Ansteinsberg 1, ist das richtig? Ich nehme an, wir sollen Sie wie immer unter dem Gitter durchschieben. Was soll denn drauf auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ihre Bestellung bitte? Also einmal ohne alles. Machen wir fertig. Es dauert eine halbe bis dreiviertel Minute. Schönen Tag noch. Lilly war sich ganz sicher. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Was machte denn der lustige Hase hier? Er schien Lilly noch nicht bemerkt zu haben. Überrascht, mich wiederzusehen? Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Lilly konnte die Augen des Phantoms nicht sehen. Sie ging einfach mal davon aus, dass sie böse funkelten. Gut so. Schön stillhalten. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Wookie. Lilly fand es etwas klischeehaft, aber was wollte sie groß dagegen unternehmen? Einen bösen Brief an René und Poki schreiben? Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Die Tür war fest verschlossen. Ja, lauf ruhig weg. Nächstes Mal erwische ich dich. Lilly hatte den Eindruck, dass diese Dämonen immer größer und gefährlicher wurden. Na, du bist aber mutig, dass du dich so nah an mich rantraust. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Das wäre ja ein tragisches Versäumnis. Hey, lass das. Dieser Schmerz! Du verflixte Göre! Schau doch, was du angerichtet hast! Jetzt steh da nicht so rum! Tu etwas! Oh, danke. Das war knapp. Oh, oh.
Auch dieser Dämon hatte sich also geirrt. In manchen Situationen war es wohl doch notwendig, mit spitzen Gegenständen zu hantieren. Siegreich trat Lilly ihren Rückweg in die Realität an. Verflucht seist du, unartiges Gör! Verflucht! Lilly rang nach Luft. Der Griff des Phantoms hatte ihr die Kehle zugeschnürt. Unartig, hatte es gesagt. Lilly fand, er wirkte ein wenig wischiwaschi. Witte, 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 wusch! Willkommen im Waschsalon! Das wäre jetzt die Stelle gewesen, an der du fragst. Das hier soll ein Waschsalon sein? Und ich antworte, natürlich! Zugegeben, es ist ein wenig rustikal. Aber Not macht erfinderisch. Versuch klug. Und wir waschen unsere Wäsche in den Pissoirs. Schon zu wischiwaschi? Wo sind die Alternativen? Genau, es gibt keine. Also tu dir keinen Zwang an. Man muss nur darauf achten, dass man die Textilien gut trennt. Die Klosteine färben fürchterlich. Wir waschen rote Wäsche in dem Pissoir mit dem roten Klostein. Gelbe Wäsche in dem Pissoir mit dem gelben Klostein. Blaue Wäsche in den Pissoir mit dem blauen Klostein. Und grüne Wäsche in den Pissoir mit dem grünen Klostein. Wenn du auch mal ran willst, zeig mir einfach ein Kleidungsstück in der entsprechenden Farbe. Dann kannst du das dazugehörige Pissoir so oft benutzen, wie du willst. Eine Flasche Stärke? Na, das konnte Lilly wirklich gut gebrauchen. Das war aber hübsch. Das Tuch erinnerte Lilly an eines, das ihr die Oberin weggenommen hatte. Lilly mochte Nadeln. Einmal hatte sie sogar heimlich eine aus dem Haushaltsunterricht mitgenommen. Sie verwahrte sie sicher in den Ritzen ihrer Matratze und holte sie nur nachts heraus, wenn alle anderen schliefen. Die Wäsche wurde hier offenbar in feinsäuberlich nach Farben getrennten Pissoirs gewaschen. Man konnte es mit der Reinlichkeit auch übertreiben, fand Lilly. Die Wäsche, wo man kommt. Der Vorhang hatte schon bessere Zeiten gesehen. Damit ging es ihm immerhin besser als Lilly. Die Kerze roch wunderbar nach Honig und Blumenfeldern. Zumindest vermutete Lilly das. Die Blumen im Kloster hatten immer nach Insektiziden gerochen. Lilly hatte trotzdem gerne an ihnen geschnüffelt. Hallo Lilly, du willst doch nicht. Ach, das hat die Ober. Er hatte einen Topf auf dem Kopf und saß hinter einem aufgerichteten Stück Pappe. Das musste dieser Gott sein, von dem die Oberin so häufig sprach.
Meine Treu, wen haben wir denn da? Noch eine Mitspielerin. Yippie. Achte nicht auf ihn. Peter ist ein kleiner Schwarzseher. Das ist eine angeborene Sehbehinderung. Stimmt. Peter leidet unter einer Rot-Grün-Schwäche. Drogelbecher! Wohl gesprochen, getreuer Freund. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ach ja? Wacht ihr auch jeden Morgen mit der Gewissheit auf, eines Tages an einer Fußgängerampel zu sterben? Das wohl nicht. Doch Drogelbecher zum Beispiel leidet unter einer Grün-Blau-Schwäche. Das kann man ja wohl kaum vergleichen. Deine Freundin Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Sie ist nicht meine Freundin. Und wir? König Adrian, leiden unter einer Rot-Gelb-Schwäche. Du hättest dabei sein sollen, als wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben. Peter wäre beinahe erstickt. Ich wollte mein Leid verkürzen. Wir haben hernach beschlossen, keine Brettspiele mehr zu spielen, sondern ein Fantasy-Rollenspiel. Du hast das beschlossen. Und was haben wir gerade gesagt? Es ist so aufregend. Wir sind eine Gruppe von Abenteurern in der sagenumwobenen Welt von Hoth Motigur. Oh, bitte, setz dich doch dazu. Drogelbecher! Nicht so schnell. Wenn die holde Maid mit uns zu Felde zu ziehen gedenkt, muss sie sich vorher als würdig erweisen. Sie muss eine Aufgabe erfüllen, die ihren Heldenmut auf eine harte Probe stellen wird. Jetzt sag ihr doch schon, dass sie Pizza bestellen soll, damit wir das Ganze hinter uns bringen können. Nun, bestelle sie uns Pizza. Ich will Brokkoli auf die Pizza, aber bitte keine Tomaten. Drogelbecher! Oh, kein Brokkoli? Drogelbecher? Gegen Bananen habe ich ja auch gar nichts. Aber ich könnte sterben für Brokkoli. Oh ja, bitte tu das. Im Gegenzug würde ich sogar Bananen auf der Pizza akzeptieren. Du isst doch sowieso nur Blaubeeren. Ja, ich mag Blaubeeren. Aber in diesem Leben bekommt man ja eh nie, was man will. Blaubeeren sind per königlichem Erlass von der Pizza zu verbannen. Stattdessen sei kundgetan, dass ab sofort Tomaten den Teich zieren mögen. Aber ich mag doch gar keine Tomaten. Lilly hatte genug gehört. Es schien unmöglich, eine Pizza zu besorgen, mit der alle einverstanden waren. Du... Drogelbecher! Tja, du hast ihn gehört. Bringe sie uns zunächst die Pizza, dann darf sie auch mitspielen. Es ist ganz leicht. Alles, was man dafür braucht, sind Würfel, Stift, Papier... und ein Hang zur Selbsterniedrigung. Drogelbecher. Drogelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Du fragst dich sicher, warum Droggy ein grünes Kissen auf dem Kopf trägt, oder? Drogelbecher? Meiner Treu. Sie hat recht. Wie läufst du denn nur rum? Du blamierst mich ja vor meinem neuen Untertan. Drogelbecher? Ja, das ist schon ein wenig absonderlich. Warte, bis du die Erklärung gehört hast. Heute wäre eigentlich das blaue Kissen dran. Drogelbecher. Drogelbecher, mich deucht, unser Gast ist auf der Suche nach dem Tyrannen namens Dr. Marcel. Berichte ihr die Kunde. Drogelbecher, 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 Drogelbecher. Vergiss nicht, das mit dem Hubschrauber zu erzählen. Drogelbecher. Und ward nie mehr gesehen. Bravo. Gut erzählt, treuer Freund. Seither stehen diese Lande wieder unter der weisen Herrschaft eines großherzigen Königs. Wir können machen, was wir wollen. Kann ich dann endlich schlafen gehen? Nein! Dr. Marcel würde sich sicher freuen. Lilly hatte mit Hilfe seiner Kreditkarte Konfetti gemacht.
hast du da? Einen Staubwedel? Nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein, egal wie hübsch sie aussehen. Was ja nicht heißt, dass man ihn nicht mal kurz halten könnte. Nur für einen kleinen Augenblick. Das wäre ja vollkommen ungefährlich. Meinst du nicht auch? Jetzt gib ihn schon her! Ah, was für eine Erleichterung. Und schau mal, ich habe sogar mein altes Ersatzlaken wieder gefunden. Hier, nimm es ruhig. Du hast es dir verdient. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Lilly hatte noch nie so einen traurigen Mann im Bienenkostüm gesehen. Aber sie kam ja auch nicht weit rum. Hallo Fremde, bevor du etwas sagst, hol doch bitte einmal tief Luft. Und ist das etwa der Duft der Freiheit? Oder ist das einfach nur Atemluft, bestehend aus Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff, Ruß aus dem Anstaltskamin und eine Prise Dieselöl vom Fuhrpark? Ich möchte ja ungern melodramatisch erscheinen, aber ich hege Skepsis gegenüber dieser sogenannten Freiheit. Seit Dr. Marcel die Leitung des Sanatoriums vernachlässigt, tragen wir Insassen die Bürde, unsere Grenzen selber abzustecken. Und bevor ich dieser Einladung in die Freiheit entspreche, muss ich mich doch Folgendes fragen. Gibt es nicht vielleicht doch so etwas wie gute Grenzen? Und kann ich selbst im Optimalfall darüber entscheiden, wo meine eigene Freiheit anfängt und aufhört? Es ist doch so. Niemand hindert mich daran, die Anstalt zu verlassen. Macht mich das jetzt frei? Kann ich einfach so davon fliegen? Meine Flügel ausbreiten und vom Anstaltsdach springen? Der Drang ist da. Wie jede Biene sehne ich mich danach, über Blumenfelder zu schwirren und Honig zu sammeln. Aber noch kämpfe ich dagegen an. Irgendwas an dieser Freiheit stinkt. Ich bin skeptisch. Ich verspüre... Hallo Lilly, du willst doch... Ach, das hat die... Das riecht gut. Aber auch wenn die Illusion fast perfekt ist, es sind doch nur künstliche Aromen und chemische Ester. Eine fast perfekte Illusion. Aber nichts Reales. Wie alles hier in der Anstalt ist es nur der halbherzige Versuch, uns ein Leben in Freiheit vorzugaukeln. Und jetzt, da uns niemand mehr daran hindert, die Anstalt zu verlassen, bietet es eine willkommene Ausrede, den Schritt nach draußen feige zu verweigern. Du hast recht, Fremde. Ich drück mich nur von meiner Verantwortung. Der Verantwortung vor mir selber. Das Angebot, das mir die Welt da draußen unterbreitet hat, auch anzunehmen. Ich danke dir. Ich habe endlich einen Entschluss gefasst. Ich kann hier nicht länger in Untätigkeit herumsitzen. Ich sollte über Blumenfelder schwirren und Honig sammeln. Baba Anstalt. Servus Freiheit. Ui. Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Schon bald würde er an einem besseren Ort sein. Lilly hatte sich schon oft gewünscht, in einen Zoo zu gehen und Tiere zu füttern. Mietz. Es war noch viel schöner, als sie es sich ausgemalt hatte.
Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Versuchen konnte man es ja mal. Na, wer sagt's denn? Jetzt hatte Lilly ein hartes Tuch mit Löchern. Hier. Bist du etwa tot? Mm-mm. Ach, schade. Ich hätte ein wenig Unterhaltung gebrauchen können. Aber der Doktor hat mir verboten, mit anderen Menschen zu reden. Zumindest mit Lebenden. Ich muss dich leider bitten, zu gehen. Oh je, jetzt hatte Lilly doch tatsächlich das Laken ruiniert. Ob es mit diesen zwei augenförmigen Löchern noch zu irgendetwas gut war? Ein Geist? Wie nett. Endlich jemand zum Plaudern. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich werde von Dr. Marcel vollkommen zu Unrecht in dieser Anstalt festgehalten. Können du und deine Geisterkumpel nicht irgendwas dagegen tun? Ihn verfluchen? Ihm seinen Schlaf rauben? Ihn in den siebten Kreis der Hölle ziehen und ihn dort auf alle Ewigkeit mit glühenden Nadeln foltern? Ach komm schon. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe obskure Rituale durchgeführt, Hühner getötet, nackt getanzt. Wobei ich mir rückblickend gar nicht sicher bin, ob das wirklich ein Geist war, der mich darum gebeten hat. Ach, irgendwie fühle ich mich unwohl. Könntest du vielleicht deinen Kopf abnehmen, während wir miteinander reden? Mm-mm. Mann, bist ja nicht besonders gesprächig. Willst du mir denn gar nicht helfen? Aha. Super, dann schau dir das mal an. Der Doktor zwingt mich dazu, diese Stoffhasen zu stricken. Keine Ahnung, wozu er die braucht, aber ich bin nicht besonders gut darin. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Warte, ich schiebe dir etwas Frotte durch die Durchreiche. La 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 la. La 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 la. Ich stricke für den Doktor, das wird mir gut bekommen. Ich stricke für den Doktor. Om nom 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 nom. Hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das grüne Pissoir ruhig so oft du willst. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, du hast benutzt das rote Pissoir. Was hast du da? Zeig mal. Ah, du hast benutzt das.
hast du da? Zeig mal. Ah, du hast das. Benutz das Blau. Was sagte man dazu? Gelbe Blaubeeren. Was sagte man dazu? Rote Bananen. Was sagte man dazu? Blauer Brokkoli? Was sagte man dazu? Grüne Tomaten.